Mami, wie esse ich das denn jetzt? Und los geht meine Fastfood-Tour. Spot Numero 1. Und fangen wir mal an mit Burger King. Und zwar gibt es da zwei neue vegane Sachen, die meinte er sind die neuesten Sachen. Und zwar einmal einen Wrap, einen veganen und einen veganen Burger. Da kann man irgendwie diesen Big Bacon. Barbecue Lover gibt es nämlich auch in Plant-Based. Der hat 5,99 € gekostet und ein Plant-Based Wrap. Ich bin gespannt. Für 3,49 € und ich muss sagen, mir ist dann wieder aufgefallen, eigentlich denkt man irgendwie immer, finde ich, dass Burger King und McDonald's irgendwie so super günstig ist. Aber ich finde 6 Euro für einen Burger, also eigentlich ist es immer noch voll günstig, aber irgendwie dachte ich immer, das wird noch günstiger. Naja, ich zeige euch mal die Ausbeute. Also hier einmal dick und fett Plant-Based und dann hier nochmal Plant-Based Wrap. Also ich werde jetzt erstmal hier den Barbecue probieren. Der hat hier so einen fancy-schmancy Bun, also das sieht schon ein bisschen anders aus. Dann, ja, hier mit Remoulade, Fragezeichen, Senf. Dann sind hier zwei verschiedene Plant-Based Sachen drauf. Also einmal wie so ein Nugget und dann ein ganz normales Patty, das auch ein bisschen großzügig gebraten hat. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt bei dieser Barbecue Edition so das Besondere ist, in Anführungszeichen. Also was das so ausmacht, was jetzt hier der Unterschied ist, weil ich glaube, die anderen waren irgendwie mit Bacon und das ist ja jetzt echt wie so ein... Nee, ach, das sind Ringe hier. Krass. Frag mich nur gerade, was da drin ist, weil das muss ja plant-based sein und so Ringe hatten die ja noch gar nicht im plant-based. Ich beiß da jetzt nur mal so rein, ne? Gefühlt sind die gar nicht gefüllt. Schmecken nur nach irgendwas Frittiertem. Haut mich jetzt noch nicht rum. Steck das mal wieder rein. Wow, ich habe Hände gewaschen. Ich stecke das mal wieder zurück in den Burger und probiere es jetzt mal im Ganzen. Ja. Der schmeckt für mich wie ein ganz normaler... Ich weiß nicht, ob das aber... Ich verwechsel manchmal bei Burger King oder ob es den... Nee, das war der Plant-Based Whopper von Burger King, den ich letztes Mal auch hatte. In dem Fast Food News Video. Und so schmeckt er auch. Also ich schmecke da jetzt nichts Besonderes, irgendwie Barbecue-mäßiges raus. Eigentlich gar nicht. Also auch diese Ringe haben für mich, also die schmeckt bei einem in der Kombi null. Ja. Also er ist super lecker, ne? Also das möchte ich gar nicht sagen. Er schmeckt wirklich, wirklich lecker. Ich liebe, fand den auch letztes Mal schon richtig, richtig lecker, weil der, ich meinte ja auch, ey, das ist Fleisch, Leute. Es ist plant-based und es schmeckt wie Fleisch. Und nie wieder würde ich mir, also ich eh nicht, aber es gibt keinen Grund, sich den mit Fleisch zu holen, weil der ungelogen super lecker ist. Aber ich schmecke da keinen Unterschied. Also das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir jetzt schon ein bisschen mehr vorgestellt. Auch die Soßen schmecken irgendwie null nach Barbecue. Demnach würde ich dem nicht so viele Punkte geben. Einfach jetzt innovationsmäßig her würde ich dem nur 6,5 Punkte geben. Leider. Mal schauen, ob der Wrap ein bisschen specialiger schmeckt. Sieht super lecker aus. In dem Zug habe ich gerade gemerkt, dass ich noch nie einen Wrap von Burger King hatte und gerade slightly überfordert bin, weil das einfach auf war. Soll das auf sein? Bricht man das in der Mitte durch? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, ich glaube nicht, dass das so gehört. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie man das Ding aufmachen soll und ob das jetzt gerade komplett falsch war. Wahrscheinlich. Naja, also trotzdem, ihr seht, eigentlich ist es wie ein Burger. Also ich sehe auch dieses typische Burger-Patty, das Plant-Based da drin, auf den Käse, Salat. Ich bin wirklich gerade super überfordert. Das kommt da aber gar nicht raus. Mami, wie esse ich das denn jetzt? Ich glaube eigentlich war das wie so ein Hut und das andere Ding ist unten. Weil hier oben ist nämlich offen und deswegen habe ich das auch... Okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie es aufgeht, aber das macht es nicht besser. Es tut mir leid, aber dann versuche ich jetzt trotzdem aus dem unteren Teil was zu probieren. Ja. Ja, wie gesagt, es schmeckt wie der Burger.
Also ich finde, jetzt bringen sie leider nicht mehr so besonderen Geschmack noch mit rein. Also ich finde, das schmeckt halt jetzt wirklich wie der Burger, nur eben in einem Wrap-Teig. Also alle, der kein Burger-Brötchen mag und einen Wrap haben möchte. Also ich finde jetzt, wenn die so plant-based Sachen einführen, könnten die halt irgendwie nicht nur auf diesem einen Patty basierend was machen, weil man schmeckt diese Patty so dominant raus, dass halt einfach alles danach schmeckt. Und das schmeckt identisch eigentlich wie der Burger und wie der andere Burger. Lecker, ja, aber haut mich halt nicht mehr so um. Nee, schade. Ja, aber könnt ihr euch holen, also kann man auf jeden Fall machen, aber auch da würde ich wieder liebgemeinte 6,5 Punkte geben. Weil, obwohl 7, weil ein Wrap ist ja doch nochmal was anderes als ein Burger. Excuse me. Ja, genau. Ich hatte mir halt einfach ein bisschen mehr erhofft, aber ist auf jeden Fall lecker. Genau. Und heute war ich, wie ihr sehen konntet, bei Nordsee. Und zwar gibt es bei Nordsee jetzt auch vegane Varianten oder plant-based. Vegan weiß ich gar nicht, weil plant-based überall nur dran stand. Ich bin mir gerade wirklich ein bisschen unsicher, ob das vegan oder vegetarisch ist. Bevor ihr wieder sagt, ich bin schlecht informiert, ich habe gerade nochmal gegoogelt. So. Gerade so gegoogelt. Meinen Kopf schräg gehalten, weil mein Handy filmt ja immer. Ist es vegetarisch? Also es ist nicht vegan, aber es ist vegetarisch. Und ja, also es ist, ich habe noch gar nicht erzählt, was es ist. Also es ist ein, ich habe das plant-based, den plant-based Backfisch genommen. Es gibt aber auch plant-based Fisch, V und Chips. Genau, aber ich habe mich, also ich fand, ich denke mal, die Konsistenz an sich ist ja, wird ja die gleiche Masse sein. Und ich hatte irgendwie mehr Lust auf so ein Baguette damit. Und das ist ja auch so für mich ein bisschen mehr so der Klassiker bei Nordsee. Also für mich ist immer so Backfisch-Baguette-Klassiker. Das hat jetzt 3,29 Euro gekostet. Und so schaut es aus. Also wie ein ganz normales Backfischbrötchen eben mit Remoulade. Dann der Fisch mit V und Salat. Ich würde sagen, probieren wir den Spaß mal. Freunde, ich kann nicht oft genug sagen, ich bin so froh, dass so viele Restaurants auf vegane und vegetarische Alternativen umswitchen. Weil, vor allem nachdem wir ja wahrscheinlich alle Seas Piracy gesehen haben, ich habe auch Fisch noch sehr lange Zeit gegessen, aber nach dieser Doku, wie gesagt, no, nada. Und vor allem im Geschmack, es sind keine Einbußen, es ist keine Einbuße, es schmeckt so lecker, es schmeckt wie Backfisch. Es ist 1A. Ich habe auch mal im letzten oder vorletzten Food News Video ja auch vegane Fischstäbchen getestet, die ja auch so lecker waren. Und so schmeckt es auch. Es schmeckt wirklich wie Backfisch. Blindverkostung, no, ich würde es nicht merken. Deswegen kommt 10 von 10 Punkten. Müsst ihr auf jeden Fall mal testen, wenn ihr dort seid. Oder wenn ihr, ja doch, wenn ihr zur Nordsee geht und eigentlich Fisch essen wollt, holt euch sowas. Es ist richtig, richtig gut. Dann war ich heute bei Starbucks und zwar hat Starbucks leider nur enttäuschend eine Food-Neuheit. Also so viel gab es da gar nichts Neues. Irgendwie noch so ein Omelette-Bagel, aber den gab es in dem Moment nicht, wo ich da war. Und ja, ich finde eh, Starbucks hat jetzt nicht so krass viele wechselnde Sachen. Aber letztes Mal hatte ich ja echt super viele Sachen dort und ja, dachte, komm, nimmst den Muffin jetzt auch mal mit. Der klang echt ganz lecker. Himbeer-Cheesecake-Muffins für 2,79 Euro. Hier haben wir das gute Teil. Sieht halt eben aus echt wie so ein ganz normaler Cheesecake mit oben so ein bisschen Fruchtpüree und Beerchen drauf. Mal sehen, wie das schmeckt. Bisher, was habe ich das letzte Mal von Starbucks? Ich weiß es gar nicht. So Kuchen, die waren ganz in Ordnung. Aber ich finde, Starbucks ja, macht nur so in Ordnung Food-Sachen. Also nicht die besten. Ich würde den jetzt gerne mal aufschneiden, weil mich interessiert, ob der jetzt noch gefüllt ist oder wie der so ausschaut. Okay, ja. Ist nämlich noch gefüllt. Und, surprise, surprise, das hier ist kein Cheesecake. Das ist ein ganz normaler Mürbeteig. Es ist wirklich nur so eine ganz leichte Schicht hier oben, wie ihr seht, ist Cheesecake. Und dann ist eben hier Himbeerfüllung und dann ist es ein normaler Muffin. Okay, ja gut, aber es heißt halt auch Cheesecake Muffin. Und beim Muffin geht man ja schon immer davon aus, dass es eine Muffin-Konsistenz ist. Obwohl ich jetzt davon ausgegangen bin, dass das ganze Teil halt so cheesecakeig wäre. Ja, es riecht eins zu eins, wie halt einfach ein Starbucks, wie alles von Starbucks riecht.
Es gibt, finde ich, so einen Starbucks-Geruch. Und das riecht danach. Das Wetten halt auch irgendein Aroma, was da reinkommt, weil es weltweit gleich riecht. Riecht ihr das auch? Also wenn ich richtig Hunger habe und richtig Bock habe auf was Süßes, dann finde ich so Starbucks-Sachen irgendwie lecker. Also es gibt so Phasen, wo ich Sachen von Starbucks richtig lecker finde. Aber ich glaube, ich habe zu viele gute Sachen zur Zeit gegessen, die irgendwie leckerer sind als so ein Starbucks-Muffin. Weil der halt wirklich langweilig schmeckt. Der schmeckt auch nicht wirklich intensiv nach Himbeere. Es schmeckt wirklich nur nach diesem typischen Geschmack von Starbucks. Nee, der übertüncht viel zu sehr. Also den würde ich euch nicht empfehlen. Den würde ich mir jetzt nicht holen. Vor allem schmeckt man dieses Cheesecake auch kaum raus. Also zero. Wirklich, man schmeckt es gar nicht raus. Man hat gerade nur so ein Stück Cheesecake probiert. Das hätte ja eigentlich Cheesecake schmecken müssen. Schmeckt gar nicht. Schmeckt nach nichts und nach Hauch Himbeere. Nee. Also den müsst ihr euch nicht holen. Schade. Klang irgendwie recht frisch und erfrischend und sommerlich. Aber nicht lecker. Der würde 4,5 Punkte bekommen. Ja. Zu guter Letzt Dunkin' Donuts. Und bei Dunkin' Donuts gibt es immer ganz viele verschiedene neue Sachen. Ich habe mich jetzt entschieden, wurde auch ganz schön teuer für 3 Donuts, aber ich habe einen Cronut probiert, das ist der hier. Da gab es auch verschiedene neue Cronuts und die, ja, weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber für mich sind die noch sehr neu. Dann haben sie vegane Donuts, relativ viele jetzt. Da habe ich mir so einen ganz normalen Sprinkle Donut genommen für 2,25 und einen Special oder einen Deluxe Donut mit so Karamell. Das ist so eine Twix-Version. Ich glaube, damit wollen die Royal Donuts Konkurrenz. Bei Royal Donuts war ich auch übrigens immer noch nicht, weil ich glaube, da sind mir die Donuts einfach doch zu mächtig. Also ich glaube, da würde ich so ein Viertel Donut gerne haben und dann von jedem ein Viertel Donut, weil ich glaube, sonst von einer Sorte ist mir dann irgendwie, habe ich es dann satt. Naja, vielleicht werde ich mal mir welche trotzdem holen und dann immer sie vierteln. Mal schauen. Mal sehen. Wart ihr schon bei Royal Donuts? Findet ihr, lohnt es sich? Muss ich dahin? Soll ich dahin? Und ja, so jetzt aber erstmal Dunkin' Donuts und nachher zücke ich wieder mein Messer und breche wahrscheinlich das Herz von Donut-Freunden, weil ich das durchschneide. Gut, wir fangen an, ich würde sagen, beim Veganen, weil das an sich der langweiligste ist, weil das sind die ganz normalen Donuts, die sie im Sortiment haben, aber eben in vegan. Und ich weiß, also ist es so schwer, einen veganen Donut zu machen? Also ich muss schon mal eher sagen, also ich finde es richtig geil, dass sie jetzt vegane Donuts machen. Halt auch, also finde ich total toll, weil irgendwann, finde ich, ist die optimale Zukunft dann doch irgendwie, dass die meisten Sachen vegan sind. Und vor allem, also wenn die noch genau gleich schmecken, dann Daumen hoch. Voll, also mir fällt gerade erst ein, dass in dem Video super viel vegan war. Schön. Ja, also die Konsistenz ist schon mal wirklich 1:1 wie ein normaler. Also ich bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass ich da keinen Unterschied schmecken werde. Da ist kein Unterschied. Also ich hätte jetzt auch nicht so einen großen Unterschied erwartet, weil ganz oft schmecken Dinge ja auch nicht typisch vegan und da fehlt nichts. Also ich verstehe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das nicht ein super aufwendiger Prozess ist, warum machen die nicht alle Donuts so? Ich merke da gar nichts. Das ist ein ganz normaler Donut. Mega gut. Ja, weil es vegan ist, bekommst du dann eben 10 von 10 Punkten. Dann den Special Donut. Oh mein Gott, der hat halt immer so riesen fette Karamellschicht drauf. Dann ist da ja eben so ein Twix. Und ich denke, ist er auch noch gefüllt. Let's destroy this. Natürlich ist er gefüllt. Also, hier nochmal eine Karamellfüllung. Sieht schon gut aus. Das ist Karamell Overload. Und das ist auch das, was ich meine bei den Royal Donuts. Weil ich finde, das ist mir schon fast ein bisschen zu süß. Weil ich beim Donut immer auch so ein bisschen noch diesen Teig mag. Aber ist auch lecker. Obwohl mir das Karamell ein bisschen zu... Kennt ihr das, wenn Karamell manchmal so ein bisschen billigen Geschmack hat? Ja. Also halt eher viel zu süß ist. Ja. Ist ganz in Ordnung. Aber die würde ich mir jetzt nicht nochmal holen, die Sorte. Nee, irgendwie fehlt mir da noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Ja, ich werde gerade schauen, wie genau die Sorte heißt. Das habe ich natürlich nicht gemerkt, aber
Ich glaube, da gibt es nur so eine mit so einem Twix drauf. Also kauft die nicht unbedingt. Nee. 7 von 10 Punkten bekommen. Dann bin ich ja mal super gespannt auf den Cronut. Was? Aber ganz kurz. Cronut. Ah, genau. Doch, Croissant Donut. Das war eine Croissant Donut. Ich habe gerade gedacht, was war jetzt nochmal für eine Mischung? Aber klar, Croissant Donut, deswegen Cronut. Kommt aus New York angeblich. Oder nein, kommt aus New York. Punkt. Wie gesagt, ich habe es noch nie probiert. Bisschen langweilig, ist gar nicht gefüllt. Ich mag ja schon gefüllte Dinge. Und ich muss sagen, also es fühlt sich schon ein bisschen fest an. Also es, ich weiß nicht, ob mir das jetzt ein bisschen zu trocken wird. Wahrscheinlich nicht durch die Schokoschicht. Aber mal schauen. 3,25 ist halt auch ein Wort. Ich muss sagen, man schmeckt diesen Croissant-Geschmack gar nicht so raus, weil die Schokoschicht eben sehr dominant ist. Dann lieber ein Schoko-Croissant. Also da verstehe ich den Hype nicht so. Wurde ja richtig gehypt. Habt ihr das schon mal probiert? Und das ist nicht lecker. Nee, also halt voll langweilig. Also das schmeckt wirklich nicht nach viel. Das schmeckt fast wie ein normaler Donut einfach. Noch nicht mal so geil wie ein Donut. Nee, das müsst ihr euch nicht holen. Bekommt leider 4 von 10 Punkten. Ja. So, und das war's auch schon wieder mit den Fast Food News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war da schon ein bisschen was Food Inspo dabei. Was davon möchtet ihr jetzt gerne haben? Oder was davon guckt ihr erstmal, was ihr findet? Und gibt es etwas, was ihr gesehen habt, was vegetarisch oder vegan ist, was es auch neu bei Fastfood-Ketten gibt, dann bin ich natürlich am Start und teste es für euch. Auch diese Reihe gibt es bei mir regelmäßig, also abonniert mich gerne, dann verpasst ihr es nicht. Bei Instagram könnt ihr natürlich auch mal so ein bisschen mitbestimmen oder seht schon mal, was ich sonst noch Leckeres esse. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag und fühlt euch festgedrückt.